Hallo, ich bin der Konrad aus der Obermühlen-Görlitz. Bin hier der Küchenchef in der à la carte Küche und habe heute ein bisschen was für euch vorbereitet. Wir machen heute Kürbisravioli mit weißem Tomatenschaum, semi-getrockneten Tomaten und Ofenkürbis. So, es geht los mit dem Nudelteig für die Ravioli. Da haben wir hier Mehl, Hartweizengrieß, Ei, ein bisschen Öl und Wasser. Den Nudelteig machen wir in Vollei. Man könnte auch ein bisschen Eigelb mit rangeben, dann bekommt das noch eine kräftigere Farbe, der Teig. Füllung ist jetzt saisonal bedingt, dass wir Kürbis nehmen, weil wir sehr viel Kürbis von unserem Feld bekommen. Auch die Tomaten sind von da. Und ja, ich werde immer beliefert und muss mir dann überlegen, was wir damit machen können. Das Wichtige ist, dass man den Teig, wenn der fertig ist, nochmal 10 Minuten im Kühlschrank gehen lässt, dass er nicht ganz so zäh ist und sich beim Ausrollen wieder zusammenzieht. Und wenn man merkt, dass der Teig ein bisschen zu flüssig ist oder zu fest ist, kann man entweder Wasser oder noch ein bisschen Mehl dazugeben, um die perfekte Konsistenz zu bekommen. Jetzt haben wir den Teig gleich fertig und dann packen wir uns den in Frischhaltefolie. Zu den Raviolis gibt es Ofenkürbis. Dafür habe ich schon mal vorbereitet einen halbierten Hokkaido-Kürbis, Kerngehäuse raus und die Schale ein bisschen gewaschen. Beim Hokkaido-Kürbis ist es so, dass man die Schale mitessen kann. Um eine schöne Schnittform zu bekommen, nehme ich die Enden weg. Die kann man für die Füllung der Raviolis mitnehmen. Und dann so fingerdicke Stückchen. Dann bekommt er im Ofen eine schöne Konsistenz. Zum Marinieren vom Kürbis habe ich ein bisschen Olivenöl und eine Mischung aus Paprika edelsüß, Salz und ein bisschen Thymian. Ein bisschen von der Gewürzmischung. Dann so verrühren, dass überall so ein bisschen was dran ist. Und dann kann der in den Ofen. So circa 10 Minuten bei 230 Grad. So, dann nehmen wir unseren Teig wieder aus dem Kühlschrank, schneiden uns den in 4 gleichmäßige Stücke, rollen den ein bisschen aus und hier haben wir eine Nudelmaschine, die man per Hand für zu Hause auch nutzen kann. Ein bisschen Mehl, dass das nicht anklebt. Es ist nur wichtig, dass der jetzt, bevor wir den in die Maschine machen, ein bisschen angepasst wird von der Stärke her, dass der auch durchpasst. Die Maschine hat verschiedene Stufen und wir gehen von der dicken Stufe 3 weiter zur jeweils dünneren. Wenn der Teig schön durchgeknetet ist und gezogen hat, dann ist er auch leicht zu verarbeiten, ohne dass er reißt oder sich wieder zusammenzieht. So, die letzte Stufe und dann kann es mit dem Füllen losgehen. So, jetzt haben wir hier unseren fertigen Ravioli-Teig. Den halbieren wir uns einmal, schlagen übereinander. Nehmen hier ein bisschen das Ende weg und da haben wir die Ober- und die Unterseite. Am besten das Stück, was ein bisschen dicker ist, für das obere nehmen, weil sich das über die Füllung wölbt und dann ein bisschen breiter sein muss. Dann brauchen wir ein Gefäß, was so ungefähr den Durchmesser hat, den wir für die Füllung nehmen wollen. Und markieren uns das ein bisschen vor. Dann haben wir hier die Füllung. Das ist Kürbis mit Kokosmilch, ungefähr eine halbe Stunde bei 180 Grad im Ofen gebacken und püriert. Hat das so eine schöne Konsistenz, nie zu dick und nie zu flüssig. Und das ist eine schöne Ravioli-Füllung. Das kommt hier in die vormarkierten Stellen. Damit der Teig haftet, habe ich ein bisschen Eigelb vorbereitet. Der hält dann die Platten zusammen. Jetzt kommt die zweite Platte auf die andere. Da entstehen so kleine Hügelchen, die man sich ein bisschen mit dem Finger noch kenntlicher machen kann. Jetzt nehmen wir wieder unser Gefäß und gehen hier einmal drüber und drücken das schön an, ohne dass es durchreißt, aber dass es angehaftet ist. Dann portionieren wir uns die auf die Größe, wie wir sie haben wollen, mit dem Teigabschnitten. Den kann man wieder mit einkneten in den anderen für die restlichen Ravioli. Die fertigen Ravioli auf einen leicht melierten Teller oder Blech, damit die nicht ankleben. Kommen jetzt ins kochende Wasser. Leicht gesalzen, ja, dass die schon mal ein bisschen Geschmack annehmen können. In der Zwischenzeit stellen wir uns einen kleinen Topf mit Butter auf, ein bisschen Salz. Da ziehen wir die fertigen Ravioli nochmal durch. Da die Ravioli gerade frisch gemacht wurden, brauchen die auch gar nicht lang. So circa 4-5 Minuten, dann sind die fertig. Dann haben wir noch aufstehen einen weißen Tomatenschaum
Für den habe ich Tomaten entsaftet mit Salz und Zucker, also gemixt und dann in einem Tuch aufgehangen über Nacht, dass der klare Saft rauskommt. Den ein bisschen einreduziert und mit Sahne und Creme fraiche nochmal aufgekocht. Dann haben wir ein schönes Würstchen dazu. So, da haben wir hier unsere leicht schaumige Butter. Hier die fertig gekochten Ravioli, die wir gleich durch Sieb absieben. Ein bisschen Nudelwasser kann ruhig dabei sein. Das gibt ein bisschen eine fluffige Bindung um die Raviolis. Dann habe ich hier ein bisschen klein geschnittenes Knoblauchgras, das auch nochmal seinen eigenen Geschmack ein bisschen dazu gibt. Das kann sich hier schön drum schmiegen. Und da kann es auch schon auf den Teller. Da haben wir drei Ravioli. Man kann natürlich auch gerne mehr machen, wenn man Hunger ein bisschen größer ist. Dann habe ich die Soße, bei der ich immer hoffe, dass es nicht zu heiß wird, damit es schön schäumt. Für den Schaum habe ich den Handmixer, mit dem ich versuche, so viel wie möglich Luft einzuarbeiten. Der fertige Ofenkürbis. Gerade durch die Röstaromen kriegt ihr nochmal einen anderen Geschmack mit dazu. So, ein schöner Tomatenschaum. Dadurch, dass er so schaumig ist, bleibt er auch beim Essen schön an den Raviolis haften, dass man den vollen Geschmack auf einmal im Mund hat. Dazu gibt es noch ein paar Kirschtomaten, semi-getrocknet, also halbiert, ein bisschen mit Olivenöl eingestrichen, ein bisschen Salz und Zucker und dann bei 120 Grad so eine Stunde, zwei Stunden im Ofen trocknen lassen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Erbsenkresse, die gerade durch ihren frischen Geschmack und durch die grüne Farbe noch ein bisschen Pep auf das Ganze bringt. So, und dann sind die auch schon fertig. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihren Besuch bei uns in der Obermühle in Görlitz. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de